Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer komischen Folge von Ghost Recon Wildlands mit unserem Fahrer, dem Wampa. Hallo. Mit Enno hinter ihm. Hallo. Und Creeper hinter mir. Ich brauche eine Kurztüte. Wann war das? Hallo, das ist ein Haus und keine Garage. Ich wollte schon sagen, das ist kein Drive-Thru. Wenn du zu McDonald's willst, das gibt's hier nicht. Nee. Dann muss ich kurz das. Also. Aufladen. Falsch, stimmt. Ja, ja, wohin? Wir wollen jetzt die Mine befreien. Hast du noch mehr Infos für uns oder ist das jetzt nur das, was der Typ uns gesagt hat? Das, was der Typ gesagt hat, jetzt nach links. Das gleiche, was wir gerade mit dem Dorf gemacht haben. Hier haben wir im Dorf die Santa Blanca-Kräfte eliminiert, um die Familien zu schützen. Übrigens ganz scharfe Rechtskurve. Ist, aber ich muss hier rechts abbiegen. Das meinst du? Ja. Ah, okay. Yep, yep. Und jetzt müssen wir die Minenarbeiter selbst befreien. Na toll. Wenn wir da jemals leben, dann ist. Ich steck mir mal meine Ohrstöpsel rein und mach die Augen zu. Ich denke mir gerade, ich versuche was zu trinken und ich glaube nicht, dass es klappt. Ich glaube, wenn ich die Augen zumachen würde, dann würde ich kotzen müssen. Ganz scharfe Rechtskurve kommt da vorne. Ja, ja. Hallo, ihr toll. Soll ich mal trinken? Noch eine fiese Rechtskurve, aber nicht ganz so fies. Ah, ja, die ist einsehbar. Wenn du springt die Leute in den Grund. Ach, Mann. Diese Strommasten sind einfach stabil. Das ist... bin ich nicht gewohnt. Ich mach die Augen zu und stell mir vor, ich bin auf einer schönen Kreuzfahrt. Mit jeder Menge nackter Weiber? Je nachdem, wie man es will. Hauptsache, schön entspannter Wellengang. Oh, für den Wellengang kann ich sorgen. Bleib hier vorne mal stehen. Ich habe Akatari um Verstärkung gebeten. Ich glaube, hier wäre es ganz gut. Also das Bild hier gerade erinnert mich an so einen Horrorfilm, wo ein... Und Mann seine eigene Frau an den Baum quetscht mit dem Auto. Oh. Ach, ich weiß, glaube ich, wen du meinst. Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Horrorfilm? Ja. Was nochmal? Ich hab's jetzt. Naja. Drohne fliegt. Oh, Scheiße. Wobei war das seine eigene Frau? Naja. Sehe ein zweites Ziel. Ich sehe am Backrohr. Ich sehe am Eingang eine Person. Jetzt sind's drei. Ja, genau die. Ja, ja, am Rattenlauter. Ich bin am Felsversprung hinterm Eingang oder neben dem ist Eingang. Ist der allein? Tom ist sauber. Eins ist allein. Danke. Guck mal. Also, wenn wir. Ich geh mal rechts rum. Rechts rum scheint niemand. Doch, da ist einer. Unsere Aufgabe war es, die Mine zu säubern, ne? Ausschalten? Wen? Die zwei. Schläft. Der Tango ist hin. Da patrouillieren sehr viele unten. Ich sehe eine montierte Waffe. Also, N und Wanda, ihr könnt zumindest schon mal bis zu dieser komischen Ölpumpe da vorrücken, bei dem Turm da. Negativ, welche Ölpumpe ist gemeint? Obwohl keine Ölpumpe, das ist der... Das rechts, dieser Förderturm. Genau. Ach so. Bei dem Silo hier vor uns. Ich höre den Heli, aber ich sehe den Heli nicht. Ja, ich befinde mich beim Förderturm. Wenn du mich siehst, geradeaus von mir. Ich bin im Turm, ich weiß gerade nicht, wo ihr seid. Okay. Dann. Doch, jetzt sehe ich dich, ja, alles gut. Henno, bist du bei Wanwa? Ich bin jetzt am Turm, ich habe gerade Wanwa nicht im Blick. Da vorne geradeaus ist er, genau. Genau, dann bin ich bei ihm. Eins könnt ihr ausschalten. Er ist tot. Okay, ist erledigt. Okay, ihr könnt vorrücken, dass ihr die 3 sehen könntet, den ausschalten. Erledigt. Weiter vorrücken, bis ihr zur nächsten 1 kommt. Hab 2 im Visier. Eins ist in Begleitung einer nicht markierten Person. Okay, lass die 2 in Ruhe, die geht gleich schlafen, wenn sie verdeckt ist. Okay, dann rücke ich weiter vor dem Radlader. Bei mir ist einer.
Wo ist bei dir? Das sind, ich bin da, wo wir ausgestiegen sind. Ja, das sind Fahrzeuge von der Unidad. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Die steigen gerade aus. Das ist nicht gut, die steigen gerade aus. Ich glaube, unten bei mir im Turm, oder? Ja, direkt vor mir. Ich hab die bei mir auch in Sicht. Da, wo wir geparkt haben. Ich gehe immer nach steigen links. Steigen wieder ins Auto? Ja, aber nur zwei von drei. Soll ich den dritten erledigen? Wenn die anderen zwei weg sind, ja. Okay, dann liegt der. Sehr gut. Bin zwischen den Steinen weiter in die andere Richtung. Wieder sauber, Reaper. Danke. Wann war deine aktuelle Position? Ich befinde mich auf dem Fließband. Auf dem. Ah, da. Gut. Ich krieg die Markierung von der 3 nicht mehr runter. Ich rücke vor bis zu dem Radlader vor mir. Wo ist denn die 3 da hinten? Ja. Ach, der haut gerade ab. Manba, wo bist du? Auf dem Fließband auf bei Enno, ja. Okay. Hier sind Lichtpaneele. Ihr könnt da mal so weit vorrücken, dass ihr 1 und die Begleitschaft von der 1 okay. ausschalten könnt. Okay, Manba, wenn du zu mir kommst, dann könnt ihr sie vielleicht gleich ins Visier kriegen oder du bleibst oben. Oh, ja, jetzt das um den war jetzt zu spät. Tank rum. Aber ich müsste die 1 okay. und Begleitung gleich aussehen. Ich hab beide im Visier, wir müssen uns nur absprechen, wer welche nimmt. Ja, ich hab nicht mal im Visier? Die 1, genau. Wer ballert denn jetzt da oben schon wieder? Ich glaube, das sind Unidad und Santa Blanca, die sich bekriegen. Ich verändere meine Position, ja. Rücke weiter vor. Ja, wann war folg ihm? Mhm. Wann war, wenn du die 1 noch im Visier hast, kannst du... Negativ, okay. Ich bin ja jetzt unten. Okay. Wir sind jetzt hinter den beiden. Ah, hier auf dem Berg sieht man die beiden und das ist relativ ungefährlich. Ich bin ab. Okay, ich die 1, du die 0 markieren? Ja. Okay. Mach du eine Anzeige. Okay, dann. Wartet, die nähern sich jetzt jemanden. Oh ja, die könnte man. Der jetzigen 2. Die würden dann leicht gesehen. Oh, der ist jetzt in so einem blöden Container verschwunden. Ja. Wir warten nochmal. Die werden vielleicht eine Runde drehen. Er macht Zivilisten, also. Und Mama, schau mal da oben auf der. Schau mal dort oben auf dem Silo. Rechts von uns. Rechts von uns das Silo, ja. Oh. Oh. Süß. Nee, ich schieße nicht ab. Ich will keinen Abendessen. Wer ist denn bitte Uhu zum Abendessen? Wann war? Da alles fest. Ich habe einen Schuss gesehen. Zwei schläft. Okay, dann warten wir noch, bis die beiden wieder ihre Runde drehen. Moment mal kurz, ich glaube, ich habe Stimmen gehört. Ich könnte sie beide ausschalten. Ich meine, ich hätte Stimmen gehört. Von aus. Ich brauche Feuerbefehl. Ich kann sie beide ausschalten. 1 und 3 kann ich beide ausschalten. Noch habe ich die Schussmöglichkeit. Negativ, warte. Okay. So. Gute meiner Schusswahn. Schusswahn? Was ist das nicht wahr? Schuss? Rüber, kannst du die 2 ausschalten? Negativ hinterm Haus. Okay, Enno und ich könnten gleich wieder 1 und 3 ausschalten, scheinbar. In voraussichtlich T-5 Sekunden. Nach unten. Tut das, sobald ihr könnt. Okay, ich habe 3 im Visier und 1 im Visier. Noch nicht. Warte, bis sie hier rechts ums Silo kommen. Ja, das mache ich auch. Muss ich jetzt auch abwarten. Okay, wer nimmt wen? Ich 3, du 1? Ja, das ist gut. Du machst das Zeichen. Okay. Sag mir, wenn du sie hast. Ich hab sie. Okay, dann 3, 2, 1, jetzt. Okay, das war gut. Das war sehr gut. So, die 2 vorne. Ich guck mal gerade wegen dem Scharfschützen, was. Ich hab keine Ahnung, wo die 2 hin ist. Okay, dabei ist dem Scharfschützen keine Unidad. Wo ist die 2? Ich hab keine Markierung mehr. Alles ich auch nicht. Sauber. Ist die Markierung weg? Ich habe keine Markierung mehr auf dem HUD. Ich auch nicht. Warum ist meine Datenbrille gerade offline? Ja, laut meiner Drohne ist die Markierung noch da, aber die Markierung ist offensichtlich nicht mehr da. Merkwürdig. Ich sehe noch, Commander, ich sehe noch jemanden oben bei den Containern. Die ja, das ist glaube ich die ursprüngliche 2. Jetzt ist sie noch im Gebäude, okay, das wird dann wohl die 2 sein.
Ja, ich hab sie auch, glaube ich. Wie viele feindliche Einheiten haben wir noch auf dem Feld? Ich hab eine Person gesehen. Ich sehe auch die eine Person hinter dem roten Container jetzt für dich, Reaper. Jetzt läuft er auf den Weg. Sonst können Enno und Vanwa einmal den Weg hochlaufen links. Er befindet sich jetzt mit dem Rücken zu euch, direkt auf dem Weg. Okay, Moment, dann sehe ich die Person nicht. Ist das die, der Weg bei dem Benzin-LKW? Links davon, genau. Würde ich sagen. Ja. Was war das? Also links hoch, da ist ein kleiner Berg. Okay. Da folge ich Enno. Okay, dann wollte ich auch nicht. Weniger keinen sich Kontakt auf irgendjemanden. Er ist jetzt hinter dem hintersten Container. Dann. Okay. Jetzt ist das er in der Mitte zwischen den Containern. Okay. Das Live-Update ist sehr praktisch, ja. Okay, sehr gut. Mit Pyrolusit kann man aber auch Wasser filtern. Dafür gibt's doch auch andere Methoden, stimmt's? Scheiß drauf. Wir haben's erledigt. Ich trinke eh nur Flaschenwasser. Ja. In einem großen Gebäude unten befindet sich ein Orden. Dann wollen wir doch mal schauen. Können wir vorrücken? Ja. Das Gelände scheint sauber. Hey, hier ist ein Sander. Das ist nicht die große Lagerhalle, sondern das andere große Gebäude. Dann verlasse ich jetzt meine Position. Ja. Dieses hier. Genau das, wo Vanwa reingelaufen ist. Ah, dieser ja. Blechverschlag. Hier befinden sich einige Arbeiter. Verschlag im weitesten. Wahrscheinlich wieder ganz oben. Aber hier sind noch medizinische Vorräte. Hier oben ist ja, hier hinten im Regal. Wir okay. Lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie außerdem sind hier oben Munitionsvorräte. Mo! What? Was war denn das jetzt? Wo ist Vanwa? Wahrscheinlich in eine Granate gelaufen. Okay, ich hab ihn. Wow. Verdammt. Gottes Willen! Was zur Hölle war das? Ich hab keine Ahnung. Ein Blindgänger in deiner Tasche gewesen? Ich befürchte es. War wahrscheinlich wieder die billig China-Ware. Anschnallen, Leute. Deswegen solltest du lieber die Granaten von Enno nehmen, aber ich glaube, da gibt dir keine mehr. Nee, ich bezweifle es. Als ob der nochmal was kriegt als Sprengstoff. Wenn er sich damit selbst umbringt, dann auf jeden Fall nicht. Wobei, wenn er sich umbringt und sich mal wiederkommt. Hey, du bist. Hey, wie redest du denn von unserem Kollegen hier? Du weißt schon, was er schon alles geschafft hat, er hat uns auch schon umgefahren. So wie er mit dem Radlader umgeht, wird das nicht besser. Das ist kein Monster Truck. Oh! Komm lieber hier in das Auto, das ist netter. Ich muss mich hinlegen. Wenn ich das sehe, geht's mir nicht gut. Gut, wir sind hier in der Gegend, dann können wir Lieutenant Bento. Einen Moment. Es ja. Gibt noch eine Sache, die zu tun. Ah, das funktioniert nicht. Da wollte aufs Vorderband raus. Und uns in den Steinbrecher reinschmeißen. Ich bitte darum, das nicht zu tun. So, links oder rechts? Rechts. Und danach wieder rechts. So, meine Damen und Herren, genießen Sie eine ruhige und entspannte Fahrt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich hab ein paar schöne Pillen dabei, davon nehme ich jetzt eine und guten Nacht. War es die blaue oder die rote? Das war die grüne. Aber die grüne sollst du doch nicht so spät am Tor nehmen. Die hat auch Nebenwirkungen. Ach, morgen früh richtig scheißen, dann passt das schon. Keine Details. Oh, Mann. Hier vorne rechts. Wobei. Gut, manche Nebenwirkungen sind auch gut. Das Kind habe ich mal meinen Großvater den Tabletten vertauscht. Danach konnte er wieder gehen. Einmal. Oh
Ach, wenn du es jetzt noch hinkriegst, dass die Blinden wieder sehen können, dann bist du... Das wird eher schwer. Oh! Kurve. Serpentinenkurven ab jetzt. Also die ganze Zeit eigentlich schon. Ja, ich war einfach ein bisschen abgelenkt. Aber es passt schon. Sag mal, kaufst du schon wieder was? Fußboden rum? Ich hab so einen Panzerkeks gegessen. Nächste Kurve halten wir an. Wo ist denn die nächste Kurve? Oh, hier. Stopp! Nächste Kurve, wir sind schon auf der Geraden. Wir gehen mal links hoch und gucken dann mal. Hast du das Gefühl, so wie das Ding aussieht, ist das Uni das Gelände, kann das sein? Ja, Lieutenant Bento sollen wir killen. Ach, da war ja was. Der gehört zu Uni das. Und wir sollen es so aussehen lassen, als ob es die anderen waren. Da ist der gesuchte Unidad-Hauptmann. Schalten wir ihn aus. Schau grad mal, wenn ihr... Hier ist der Generator. Drittes Ziel. ...links rumlauft. Wir haben Alarm am Start. Was ist mit dem da? Der befindet sich da allein auf dem Dach. Ein Fünfter. Ist links auf dem Gebäude ist auch noch einer. Das ist ein Fünfter. Ja, das ist ein Scharfschütze. Ah, ich glaube, ich befinde mich beim Einstieg. Beim Sekundäreinstieg. Ja. Achtung, hier ist direkt eine schwer bewaffnete Person noch. Direkt neben der 1. Ja. Können wir hier über das Ding? Oder sieht die 2 uns? Ihr müsstet darüber können und dann zu dem Käfig. Aber nicht den Käfig aufmachen, das würde zu viel Aufmerksamkeit ziehen. Oh Gott! Achtung! Ich habe irgendwas gehört. Oh Gott. Ganz vorsichtig, Enno. Soll ich ihn ausschalten? Ich weiß nicht, ob das gut war. Ich am Alarm. Okay. Ich kann ihn nicht markieren, leider. Ich habe Alarmmeldung. Die Dat hat mich entdeckt. Die Patronenhülsen und dann weiter. Ja. Verdammt. Oh Gott, jetzt wird's schwer. Okay, dann brauchen wir schnelle Live-Unterstützung. Was ist unser Auftrag? Den Typen töten, oder? Ja. Der unter dem Alarm liegt, da sollen wir die Shotgun-Patronen liegen lassen. Oh! Damit es so aussieht, als ob er damit erschossen worden wäre. Enno, geht's dir noch gut? Ja. Okay. Da kommt noch ein Trupp von 3 Leuten, jetzt 4 Leuten auf euch zu. Scheiße. Auch von hinten, von dem. Jetzt habe ich ja noch meine Waffe gewechselt, aus Versehen. Manchmal bist du noch hinten am Einstieg? Nee, ich bin direkt hinter dir im Gebäude. Einer nur noch am Einstieg. Ich muss in Deckung. Ich muss nachladen. Einstieg ist sauber. Ich deck den mal ein. Granate kaufen. Okay, wenn ihr es schafft, drückt vor bis zu dem Alarmding. Welches Alarmding? Ich bin mit im Gebiet. Ja, ich seh's. Das war ich bin hier. Der Generator ist schon ausgeschaltet. Achtung, am Tor befinden sich 2 weitere Fahrzeuge. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Wow! Es bewegt sich da nichts mehr. Haben wir da Amaria noch was? Aber die Jungs können sich tarnen? Können sie? Da ist noch einer. Nicht mehr. Wärmebild bringt halt gar nichts, davon brennt. Ich hoffe, einfach in den Rauch schießen. Fragen Sie ihn doch selbst. Das Gebäude mit den Satellitenschüsseln, da befindet sich ein Orden drin. Aber da kommt schon wieder ein Fahrzeug. Eine Idee, wo er ist? Gebäude bei den Satelliten. Ah, ja, das ist leicht zu finden. Ja, das genau in der Mitte. Mann, Sie schicken uns wohl gerne das hier. Auf genau. Melden Sie sich wenigstens, falls Sie etwas erfahren, bevor wir beim Teufel an die Hintertür klopfen, okay? Und ich dachte, Sie kriegen den Teufel hier. Man kann den ja ein bisschen eindämpfen. Ich werde einmal zu euch vorrücken. Ihr habt die Basis soweit sicher, es kommen immer neue Autos. Wenn ihr das mit Granaten aufhalten könnt, dann wär's gut. Ja, das kriegen wir hin. Solange wir hier Munition haben, geht das? Ich hab die Munition jetzt nicht gesehen. Wo war die denn nochmal? Amaria ist, glaube ich, eine. Okay. Ja, Amaria ist Munition. Okay, das ist einleuchtend. Die sind in der Mitte. Ja, ich sehe. Ich höre einen Helikopter. Ja, ich bin schon dran. Hat jeder den Orden genommen?
Ja. Ich hab den, ja. Wo ist der Orden? In der Mitte im Gebäude. Satellitengebäude, ja. Kommt da nochmal Hubschrauber? Du hast jetzt keine gesehen. Wir sehen uns in der Hölle. Ich deck. Ruf mal ein paar Freunde von uns an. Ich hab ein Heli. Das hat funktioniert. Und boom. Jawoll. Danke, Leute. Ich hab Pilot fliegen gelernt. Noch ein Heli. Da ist einer. Nicht mehr. Ich hab gerade über die Sandsäcke. Enno, ich würde am besten ins Gebäude reinkommen, weil draußen kann ich dich schlecht wiederbeleben. Wow, ja, ich höre einen Helikopter abstürzen. Ja, hinten im Gelände. Wir gehen hinten über den Einstieg raus. Drei Granaten als Andenken und tschüss. So, muss ich noch weg. Über hinten raus, ne, war das die Anweisung? Ja. Okay. Ich... Doch, doch wo wir reingekommen sind. Hört sich auch gerade relativ ruhig an. Ja. Relativ. Wollen wir Fallschirm springen? Und das ist doch ein guter Moment dafür. Oder habt ihr einen Wingsuit dabei? Wir kriegen das hin. Sind wir schon raus? Aua. Ja, wir sind raus. Unser Sunny ist an. Ach, komm her. Naja, so gut haben wir das nicht hier bekommen. Aua. Da sind wieder Leute. Das ist genau so, meinte ich das. Hui! Ich dachte, ich schaff das noch mit genug Anlauf. Platt wie der Flunder. Mein Körper ist flache Wasser. Gut. Ich bin beim Sniper. Ich bin unter Navo. Mhm. Oh Mann. Ich komm halt wieder hochgelaufen. Ich will nochmal da runterspringen. Aber nicht so wie ich. Also ich kann fliegen, ich weiß ja nicht, was du nicht kannst, aber... Ich bin nicht so weit, nicht so hoch gesprungen. Stehen da Beschuss? Was ja, das sind unsere Freunde von hinten. Von hinten? Das Gelände ist schon wieder besetzt. Es dürften vier Personen sein. Oh, unser Scharfschütze liegt. Ja. Das ist aber ein sehr gefährliches Gebiet. Ich lieg auch gleich, wenn ich so... Ah. Shit. Ich stehe weiter unter Beschuss. Und hier, wo ich spawne, ist schon wieder irgendwo was. Okay. Ah, wahrscheinlich der Heli. Den ich hier nur höre. Der Helikopter sieht mich leider. Ja, mich auch. Das war's mit dem Heli. Wow. Ich glaube, das können wir knicken. Hier sind gleich zu viele von denen. Nee, das wird nichts. Wenn ihr könnt, macht Respawn. Ja, das wird sonst so schwer. Ich glaube auch. Kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt, ne? Ja, das war Unidad. Gut. Mit Bauchklatscher. Ja.
zurück in die Rolle und weitermachen. Also unser nächster Einsatz ist, dass wir die Unidad-Basis in Tucan erreichen sollen. Oh, wo müssen wir denn dafür hin? Erstmal Richtung Westenberg rund, obwohl an der Bergkante lang. Ich glaube erstmal irgendwo aus diesem Dschungel hier raus, oder? Okay, ja, aber wir bleiben auf dem... Damit. Ich fühle mich beobachtet. Ui, ich fliege... Ich weiß nicht, ich krieg das mit dem... Oh Gott, ich habe einen Helikopter, der auf mich aufmerksam geworden ist. Ich bin schon wieder falsch gesprungen, Mann. Leertaste gedrückt halten. Dem zur Erklärung, Leertaste gedrückt halten, bis ihr diese Animation macht, dass ihr nach vorne springt, dann Leertaste loslassen und nochmal Leertaste hämmern, um den Fallschirm sofort zu öffnen. Mach ich doch eigentlich nicht, aber ich jetzt... Alter, was ist das für ein Hagel da oben? Ja, ich werde hier verfolgt von Einheiten. Ich versuche mir ein Fahrzeug zu nehmen und euch entweder abzuholen oder zu flüchten. Aber ich glaube, hier sind keine Fahrzeuge in der Nähe. Lieber stürze ich mit dem Heli ab, als dass ich mit dem Fahrzeug springe. Okay, hier ist eine hier ist eine Straße. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinen. Bleiben Sie stehen! Das ist eine Maschinenpistole. Ach, Mann! Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ja, die sind sehr weit weg, zwei Helis, ich kann da nicht drauf. Hä? Oh nein, ich glaube, es liegt auch jemand, kann es sein? Ja, Enno ist oben an dem Berg. Ich glaube, meine Reichweite ist deutlich zu niedrig dafür. Er müsste direkt oben am Berg sein. Ich... Wenn du mir das okay gibst, Wanda, ja, dann würde ich versuchen, ihn zu behandeln. Ich habe eine Reichweite, die so weit weg ist. Du hast ja gelernt, worauf es ankommt. Ich kann halt aber leider nicht drei Helis da oben ausschalten, ich bin zu weit weg. Verdammt, ich komme nicht ganz hoch zu ihm. Ich will mal kurz respawnen. Komm zu mir, wenn es geht. Hätte sie eher sagen müssen, jetzt bin ich bei Nauru. Hm. Kommt, glaube ich, auch selber raus. Reaper, nein. Du bist auf der Hand. Ich bin bei dem. Nix hier. Warte mal kurz, du bist gerade an mir vorbeigefahren. Was? Jetzt seid ihr gleich hier im Nirgendwo. Ja, ich hab Nabo ausgewählt und spawn bei Vanwa. Interessant. Klasse. Reaper, kommst du auf die andere Seite von der Mine, wo du bist? Ich versuch sie unten. Ja, versuch du denn lang? Ich hab versucht, die zu suchen. Okay. Aber hier ist natürlich. Wenn die mir jetzt sagen, sie sind auf dem Berg. Oh, Straße ist gut, da komme ich zurück. Oh Gott. Ja, rechts von uns, ist einfach ein bisschen hoch. Na gut, wo ist einfach gesorgt. Nee, runter. Warte mal, ich mach mal Navi. Links. Ich bin genau in der Mine, wo wir schon mal waren. Hinter uns, zumindest die Fresse. Das links wahrscheinlich. Genau, der Straße jetzt einfach folgen. Rüber ist hier irgendwo umgefallen, er ist auch an der Mine, wo ich bin. Ja, ich werde gerade per Satellit von Erinnerung geführt. Vorsicht, schauen wir rechts Kurve gleich. Ja. Ach, die Mine. Oh Gott. Ja, er ist genau in der Lagerhalle gefallen. Links. Puh. Oh. So cool, links, okay. Ja. Oder unten die Mine, genau. Achso, hier sind noch Gegner! Ja. Allmächtiger, ja, das ist wahr. Das sind Unidad und Santa Blanca, wo wir jetzt sind. Okay, aber das ist ja gut, weil die bekämpfen sich ja wenigstens. Ich glaube, ich habe ihn gerade gehört. In der Lagerhalle war das, ne? Im Gebäude. In der Lagerhalle. Ja, in der Lagerhalle. Oh ja, ich lebe wieder. Eure Unterstützung. Diese Verrückten haben hinter mir auf die Tanks geschossen.
Erledigt. Kommt ihr da wieder raus? Ja, hier sind Fahrzeuge. Hier. Wow. Naja, das vielleicht nicht. Sniper? Moment, ich fahre. Ich bin unterwegs. Ah, da sehe ich dich. Ach, wo noch ein Fahrzeug? Oh, das ist. Ja, das waren wir. Da ist ein Unidad-Fahrzeug. Ja. Reaper? Wir sind das Weiße. Weg. Das sind wir! Das ist. Ja. Ich glaub nicht mehr, den haben wir überlegt. Okay, na, wo bist du? Gut erwischt. Und das sogar noch. Beim Turm von hier links. Die gehen auch. Alter. Beim Turm links. Ja, ich bin hier in dem Sturm. Ich seh dich nicht. Ist siehst du mich? Fahrt ein bisschen weiter zum Ort. Okay. Okay, ich bin bei dem Pony, der gerade explodiert ist. Ich stehe aber massiv unter Beschuss. Okay. Wir sind halt, wenn wir links die Kreuzung ein bisschen weiter rausfahren. Ich laufe auf der Straße hinter euch her. Okay. Müsstest uns dann bald sehen. Wirst du verfolgt? Ja. Ich glaube, ich werde nicht verfolgt. Einmal einsteigen. Oh, Gottes Willen. Doch, jetzt werden wir verfolgt. Himmels Willen war das. Knapp. Uns kommt auch noch ein Fahrzeug entgegen und wir werden verfolgt. Dann machen wir den anderen Weg. Okay, wenn ich den Berg hier runterfahre, wie komme ich am besten in Richtung unseres Ziel? Hier ist ein Wanderweg. Siehst du den? Kommen wir hier über ja, den Fluss halbwegs ja, runter? Ja, oh, mehr oder weniger. Ach nee, die Kiste hat gar keinen Schlüssel. Jetzt rechts. Oh Gott. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Das ist ja auch eigentlich ein Wanderweg und kein Auto. Oh Gott, jetzt wird's. Ja, es ist in Ordnung. Wir können zur Not von hier aus auch zu Fuß gehen, wir sind schon fast da. Ah, jetzt haben wir es so weit geschafft. Oh. Ich höre schon Basengeräusche. Ja. Links von uns ist die Basis, ab hier sollten wir aber zu Fuß gehen. Ab hier sollten wir die Speicherkarten wechseln. Ja, gute Idee. Ganz schön chaotisch. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.